Wir verstehen eine ganze Menge, auch wenn wir es nicht in Worte fassen können. Die müssen wir gerade mal nach vorne fahren. Die kamen nämlich jetzt zurück aus Hamburg und ich habe noch gar nicht reingeguckt. Die packen wir mal hier drauf. Es ist immer wieder schön, wenn sie wieder zurückkommen, weil sie mir doch irgendwie sehr vertraut sind. Wobei es so ist, dass in dem Moment, wo ein Bild fertig geworden ist, eigentlich auch der Prozess für mich abgeschlossen ist. Ich kann es dann relativ gut loslassen. Es ist manchmal ähnlich wie bei Kindern schon. Aber in dem Sinn sind sie dann erwachsen und gehen ihren Weg und brauchen mich nicht mehr. Trotzdem ist es schön, wenn sie dann ab und zu noch mal vorbeikommen, wie in dem Fall. Denn ich hantiere ja relativ viel mit ihnen hier im Atelier hin und her und dann sind sie verpackt. Oder man zieht sie raus, wenn jemand vorbeikommt und über Bilder drüber gucken will. Aber man sieht sie doch selten dann wieder mal in Wirklichkeit. Und das ist immer wieder ganz spannend. Immer dasselbe Problem, man weiß nie, wohin damit. So. Einfach auf den Boden. So kommen sie dann auch ab und zu zurück. Und schön ist es. Die Reihenfolge stimmt jetzt nicht, aber das ist ja nicht tragisch. Da sind sie wieder. Also das ist das Schöne eigentlich an solchen Sachen, dass man sich selbst freuen kann, wenn man nichts verkauft hat, wie in diesem Fall. Ich sammle Situationen, Haltungen, Menschen, Dinge, die mir auffallen im Alltäglichen durch die Straßen laufen. Scheinbar banal, weil sie überall zu entdecken sind und sich nicht gleich erklären. Sie bleiben irgendwie hängen in meinem Kopf, weil es so ein einprägsames Bild ist. Mit banaler Situation meine ich nichts Gestelltes, nichts theatralisch Arrangiertes, sondern Alltagssituationen, die sich einem bieten, wenn man mit offenen Augen und wachem Geist durch die Straßen läuft. Und wenn ich anfange, die zu bearbeiten und anfange zu zeichnen oder zu drucken oder mich vorzubereiten auf das Bild letzten Endes,
zeigt sich mir, welche dieser Situationen oder dieser Bilder standhalten. Und es fängt an, eine Spiegelung, eine Reflexion mit meinen Erlebnissen und mit meiner Welt, die ausgedrückt in einer Haltung eines völlig fremden Menschen oder einer bestimmten Situation irgendwie angetriggert wird. Und während ich mich mit diesen banalen Situationen beschäftige, zeigt sich mir selbst eigentlich, warum ich an ihnen hängen bleibe. Das ist jetzt noch ganz neu insofern, als dass ich da mit den ersten zwei Schichten noch zugange bin. Das ist wieder eine Situation, die ich genauso gefunden habe. Also da ist nichts arrangiert. Das sind Skizzen, die ersten Zeichnungen. Und danach kommt dann der Linolschnitt. Und während ich das gemacht habe als Vorbereitung, habe ich gemerkt, dass der Linolschnitt mir sehr viel Spaß macht und dass es eigentlich wunderbare grafische kleine Arbeiten geworden sind. Und wenn man jetzt an der Leinwand steht und das sind 2,40 Meter, dann ist die Gefahr groß, dass alles irgendwie im Laufe der Zeit sich zusetzt und man zu viel macht. Und die Drucker haben mir dabei geholfen, das im Hinterkopf zu behalten, während ich am großen Bild arbeite und zu gucken, dass man diesen Faden nicht verliert, zu sagen, ich möchte nicht das Bild so zubomben, sondern will gucken, dass da Flächen bleiben. Also das ist so die Herangehensweise. Und dann kommt das fertige Bild, das steht drin. Das ist dann das, was dabei rauskommt. Das ist ein Teil meines Lagers, das ziemlich vollgestopft ist. Hier steht die Spiegelskulptur, die ich auch auf der Art Fair dabei hatte und mir hier alles zustellt. Diese Spiegelskulptur, die basiert auf einem der Bilder. Und ist immer gedacht im Zusammenspiel mit der Malerei. Funktioniert wunderbar auch ohne das dazugehörige Bild. Aber ich mag es, wenn in Ausstellungen die Bilder ergänzt werden können durch ein anderes Medium, wenn es sich denn anbietet, wie die Bildhauerei beispielsweise. Es macht mir unheimlich Spaß zu gucken, wie können mögliche Kombinationen entstehen, wenn es denn sinnvoll ist für die Aufgabe oder für das Thema. Die Ausstellung hieß, als ich zog, viel Glut in nasse Farbe. In dem Titel, als ich zog, fiel Glut in nasse Farbe, sehe ich sofort, wie ich meine Bilder konzipiere. Das heißt, scheinbar banale Situationen, die ich verwende, sind hier jetzt in Schrift übersetzt. Scheinbar eine banale Situation. Man zieht an der Zigarette. Die Glut fällt in nasse Farbe und man hört es zischen, obwohl von einem Zischen überhaupt nicht gesprochen wird. Musik.
Wenn so ein Bild fertig geworden ist und sich aufgeladen hat mit meiner Geschichte oder mit meinen Erlebnissen oder meinen Verbindungen, die ich darin gefunden habe und die mir erklären, warum es bei mir im Kopf hängen geblieben ist, die sind dann nicht mehr ausschlaggebend, wenn das Bild fertig ist, sondern meine Arbeit und der Prozess, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist für mich beendet. Diese Unterbrechung hat stattgefunden, die habe ich ausgedehnt und habe in ihr gearbeitet. Und wenn das Bild in der Ausstellung hängt, dann ist mein Wunsch der, dass derjenige, der sich das Bild anguckt, in eine ähnliche Situation gerät. Ich möchte nicht sagen, warum das für mich wichtig war oder was es mit mir gemacht hat, um jemanden sozusagen in diese Situation zu heben, was ich eigentlich nicht kann oder nur selten vielleicht funktioniert, sondern im besten Falle suchen sich die Bilder oder sucht der Betrachter sich eins der Bilder raus und merkt, irgendwas interessiert mich daran jetzt. Und dann geht es los, dass die eigene Geschichte sozusagen sich spiegelt oder die eigenen Erfahrungen besser gesagt. Ja. Und das ist das, was eigentlich viel wichtiger ist. Also sprich, was denken Sie sich dabei, ist viel interessanter als das, was ich dabei gedacht habe. Also, ja gut, interessanter vielleicht nicht. Ja? Das ist, will ich nicht werten. Ja? Zunächst einmal ist das ein Bild, das nicht dafür da ist, jemanden aufzufordern, nach Erklärungen zu suchen, die möglichst zu finden und zu sagen, ich habe es verstanden, jetzt gehe ich weiter und gucke mir das Nächste an. Sondern zunächst mal ist ein Bild etwas, das sich mir darstellt als eine Malerei. Etwas, was ich nicht gleich verstehe, was ich nicht gleich verstehen muss, was ich vielleicht auch am Ende nicht verstehe, aber was in irgendeiner Art und Weise mich packt oder beschäftigt und nicht loslässt. Das kann auch sein, dass es mich aufregt, dass ich es nicht mag, dass ich es scheiße finde, aber irgendwie macht es was mit mir. Und das ist das, worauf es ankommt. Wir haben keine Möglichkeiten mehr, in eine Art alltägliche Kontemplation zu verfallen, durch all die Mechanismen, die entwickelt worden sind, um das zu umgehen. Also sprich, wir haben eine Dauerablenkung in Form der neuen Medien, des Telefons, das wir dabei haben. Wir sind immer am Kommunizieren. Mit uns wird immer kommuniziert, ob wir wollen oder nicht. Wir sind ständig eingespannt in Prozesse. Und was ich erreichen will, ist eine Unterbrechung, also einen Schnitt oder eine Störung in diesem System des Dauerbeschusses zu installieren. Einen Freiraum zu schaffen, der es mir ermöglicht, dass die Gedanken ungesteuert laufen können. Das ist das, worum es mir geht. Nimm dir Zeit, diese Situation zuzulassen, in denen du aus vielleicht nicht erklärbaren Gründen, aber an irgendetwas hängen bleibst. Denke darüber nach, denke vor und zurück, lass dich darauf ein und versuche nicht, die Dinge sofort zu verstehen und einzuordnen, um möglichst schnell den nächsten Gedanken aufschnappen zu können. Ich gebe keine Anleitung, ich gebe nur Anstöße.